Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Review heute. Das Ganzo 760 oder auch auf Ganzo ich genannt das FB7601BK. Kann sich doch jeder merken, oder? Schon mal geil eingestellt, ne? Richtig geil. Gehen wir erstmal Tabletop und machen mal die Daten. Okay. So, mal hier mein Leatherman auf Seite legen. Das Ganzo 760 oder FB7601BK, wie gesagt, weiß man doch. Wird halt in der typischen Ganzo Firebird-Verpackung geliefert. Ja, schreiben Sie schon drauf. Wir firmieren um. Demnächst heißt es nicht mehr Ganzo, sondern nur noch Firebird. Wir haben hier so ein schönes, ja, seitenähnliches Täschchen dabei. Wie gesagt, ich finde die gut. Wer sagt, die sind scheiße, bitteschön, schickt sie zu mir. Ich weiß die Dinger zu schätzen, ehrlich. Ihr könnt da Zunder drin transportieren oder eine Lesebrille oder was auch immer. So, wir haben hier also wie immer verbaut G10, 44C, Klinge 8,7 cm lang, 3,5 mm dick, an der dicksten Stelle. Wir haben hier einen Swatch, wir haben hier einen Hohlschliff, der ist auf 3/4 hochgezogen, ja. Anschliff und so ist alles tadellos. So von der Form der Klinge her erinnert es mich ein bisschen an einen Sebenzer. Ja? Ein Schelm, der böchig dabei denkt. Wir haben 20,6 cm geöffnet und 11,9 cm geschlossen. Das Ganze wiegt 120 Gramm. Und, ganz vergessen. Werbevideo, ja, ist mir von Gearbest zur Verfügung gestellt worden, aber steht ja auch in der Beschreibung und in den Tags und so weiter und so fort. Dennoch, mein ehrliches Review, wie immer. Ja. So, das Schwarze mit G10 kostet 15,12 Euro am heutigen Tag. Ich glaube, heute haben wir den 19.02.2019. Ich werde auch dieses Video heute noch veröffentlichen, an dem Tag, wo ich es drehe. Das liegt daran, dass sie es im Augenblick im Sale haben und wir haben nur noch 250 Stück weltweit von der Sorte hier. Das wären also 15,12 Euro. Da rate ich mal ganz dringend zuzugreifen. Wir haben wie immer blau anodisierte Hardware. Ja, da. Und auch hier die Schrauben. Wir haben ein Stand-Off und einen Backspacer. Und der ist auch aus schwarzem G10. Traktion ist oder Grip ist einigermaßen, jetzt nichts Übermäßiges, aber es liegt gut in der Hand. Guck mal hier, ja. Klingenstand ist mittig und sie haben es wirklich diesmal richtig geil eingestellt. Die Access Lock Fake Klon, was auch immer, funktioniert. Ja. Es ist wirklich toll. Jimping geht schon hier am Griff los. Geht hier über, ist nicht übermäßig aggressiv, aber der funktioniert. Ja, und Messer liegt gut in der Hand, spüre keine Hotspots beim Clip und der ist diesmal nicht umsetzbar. Das finde ich seltsam, habe ich so bei Ganzo noch nicht gesehen. Ich denke mal, der wird hinten auf der Platine fest verschraubt und dann kommen die Griffschalen drauf und dann werde ich, glaube, keine Chance, den umzusetzen. Ja, okay. Damit müssen wir leben. So, jetzt haben wir hier noch einen schönen Ast. Ist das der Ast ins? Naja. Hier. Das lag hier im Winter so rum. Hier draußen ist es schon kein Wasser mehr drin. Hier drin haben wir noch Wasser. Also das hat hier einigermaßen gefroren rumgelegen bei, ich glaube, minus 10 Grad oder was wir so hatten. Das ist mein Spickzettel, allerdings die leere Seite.
Das ist Wachsschärfe. Was willst du dazu sagen? Ganz so halt. So. Link zu allen Versionen packe ich euch in die Beschreibung. Ja, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, da sieht dann Gearbest, ob sie Messer bei mich verkauft haben und ob ich noch mal eine Lieferung kriege. Also ich verdiene aber nichts dran. Oh, ist egal. Oh, das läuft wie geschnitten Brot. Auch hier. Mit dem Daumenpin. Achtung, nicht 42 A konform. Von daher. Uffbause. So, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen. Geiles Messer. Ich liebe alle Gansos. Hup. Mein Gott. Hup. Unfassbar, die Jungs. So. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie immer gilt, tschüss, Mario. Schwenkt die Rutsches. Und schwenkt die Kappe. Die ich schön anhab. Ciao.